Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um ein sehr wichtiges Thema, was mir über die letzten 2 Jahre sehr stark aufgefallen ist. Und zwar geht oftmals im Recruiting mittlerweile die Menschlichkeit verloren. Und ich möchte Ihnen heute einmal ganz genau erklären, was ich damit meine. Mein Name ist Maximilian Krüger. Ich bin Geschäftsführer der Krüger Consulting GmbH und wir haben in der Zusammenarbeit mit über 200 Unternehmen individuelle Recruiting-Prozesse erstellt, die aber auch individuell auf den Einstellprozess im Unternehmen abgestimmt sind. Und da möchte ich heute ansetzen, denn Recruiting funktioniert nicht über ein 0815-Schema. Und auch wenn das draußen oftmals propagiert wird, dass wir ausschließlich die richtige Zielgruppe erreichen müssen, die dann KI-gestützt mit Algorithmen regelmäßig bespielen können, sehe ich dabei ganz, ganz häufig, dass vergessen wird, dass auf der anderen Seite des technischen Endgeräts ein Mensch sitzt und dieser Mensch eine hochindividuelle und sehr, sehr wichtige Entscheidung für sein eigenes persönliches Leben trifft. Und da setzen wir auch insbesondere an, denn wir legen sehr, sehr hohen Wert auf eine individuelle Beratung, auf individuelle Marketingkonzepte und auch auf die individuelle Umsetzung maßgeschneidert zum Recruiting-Prozess des Unternehmens. Denn Sie können sich vorstellen, wenn bei Ihnen in der Region vielleicht gerade 10, 15 oder 20 Servicetechniker in diesem Monat wechselbereit sind und sich auch dafür interessieren, sich bei Ihnen zu bewerben, aber die sich aktuell in einem ungekündigten Anstellungsverhältnis befinden, dann hat jeder von denen auch einen komplett unterschiedlichen Wechselgrund und der ist niemals 1:1 das gleiche. Und so hat sich Recruiting über die letzten Jahre und auch das letzte Jahrzehnt sehr stark gewandelt. Denn damals hat sich hauptsächlich jemand bei ihnen beworben, weil es weniger freie Stellen gab als arbeitssuchende Person und damit hatte jeder eigentlich das gleiche intrinsische Interesse, einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten und damit natürlich auch sicher für sich und seine Familie in der Zukunft zu sorgen. Mittlerweile, und das wird Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, bewerben sich bei Ihnen Personen, die beispielsweise im jetzigen Anstellungsverhältnis nicht ausreichend entlohnt dafür werden, dass sie zum Beispiel 3 Wochen auf internationalen Montageeinsätzen sind, dass sie vielleicht keinen ausreichenden Freizeitausgleich haben, dass sie morgens in die Firma fahren müssen, obwohl sie danach von der Firma direkt zum Kunden fahren und sich nur noch im Betrieb ihren Auftrag für den Tag abholen, wo man natürlich als Betrieb, der das Ganze digital abbildet, für jeden Mitarbeiter 30 bis 45 Minuten am Tag Zeit einsparen kann, die man dann natürlich für sein Leben und auch seine Work-Life-Balance wieder dazu gewonnen hat. So kennen Sie wahrscheinlich auch unglaublich viele andere Wechselgründe. Und wir legen schon in der Marketingstrategie einen sehr hohen Wert darauf, möglichst viele dieser Wechselgründe bei den Bewerbenden zu erreichen. Und das können Sie sich wie folgt vorstellen. Wenn wir im passiven Arbeitsmarkt unterwegs sind, dann reicht es nicht, den Bewerbern einfach nur aufzuzeigen, dass es eine neue Stelle gibt und dass man sich doch bitte bewerben sollte, sondern man muss das Warum dahinter ganz klar definieren. Und dann, wenn das Warum definiert ist und wir darüber sehr gute Bewerbungen generieren, dann ist es natürlich auch wichtig, dass dieses Warum im Erstgespräch, im Bewerbungsprozess hier auch wieder intensiv mit dem Bewerbenden ausgearbeitet wird. Denn Sie können sich vorstellen, wenn jemand jetzt gerade keinen persönlich absolut driftigen Grund hat, seinen Job zu wechseln, sich bei Ihnen bewirbt, aber nicht ganz konkret nach diesem Gespräch weiß, wieso er auch bei Ihnen anfangen sollte, dann wird natürlich sein Interesse an dem Wechsel abflachen. Und deswegen sage ich, Sie müssen im heutigen Bewerbungsprozess individuell auf jede einzelne Person eingehen. Nehmen Sie sich Zeit, sei es über die Werbung auf den Social Media Kanälen, sei es im Bewerbungsprozess. Nehmen Sie sich Zeit, individuell den Bewerbenden zu verstehen. Sorgen Sie dafür, dass das Feuer für einen möglichen Wechsel auch entflammt wird. Und sorgen Sie dann natürlich dafür, dass der Bewerbungsprozess sich damit auch abhebt von dem von anderen Unternehmen. Und schauen Sie dabei auch mit offenen Augen jeden Bewerbenden an. Denn wir haben zum Beispiel sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn ein Unternehmen im Bewerbungsprozess mit jemandem im Gespräch ist, die merken, ja, er hat sich aus einem Wechselgrund beworben, den wir vielleicht mit der Stelle, wo sich die Person drauf beworben hat, gar nicht hundertprozentig abbilden können,
und die Person ist eigentlich auch qualifiziert für eine andere Stelle, dann seien Sie dort auch flexibel, gehen individuell auf die Person ein. Machen Sie das Ganze nicht daran fest, auf welche Stelle sich die Person beworben hat, sondern seien Sie offen, die Person auch nach ihren Wünschen und ihren Fähigkeiten einzusetzen. Und dann haben Sie damit nicht nur kurzfristig für 6, 12 oder 18 Monate einen neuen Mitarbeiter gewonnen, sondern langfristig jemanden gewonnen, der dankbar ist, bei Ihnen die Möglichkeit bekommen zu haben, heraus aus der alten schwierigen Situation und dementsprechend auch für Sie im Unternehmen deutlich mehr Wert erzeugt, deutlich mehr Stabilität erzeugt und Ihnen hilft, planbar in die Zukunft zu wachsen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie sich auch einfach mal einen Einblick verschaffen möchten, wie individuelle Beratung anfängt, dann schauen Sie gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei, melden sich für eine kostenlose Erstberatung. Da wird entweder ich oder unser Mitarbeiter, der Herr Peiska, mit Ihnen ein erstes Gespräch führen, in dem Sie sich ganz genau anschauen können, was läuft aktuell im Recruiting rund und an welchen Stellschrauben könnte man optimieren. Und wenn wir sehen, wir könnten zusammenpassen, dann kann man hier natürlich auch vertiefen, wie unsere individuelle Strategie für Ihre individuelle Situation aussehen könnte. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.